So, es geht los. Schauen wir mal. Und ich starte auch direkt. Mal gucken, ob. Mal gucken, ob. Einen wunderschönen guten Abend zum Sequencer Talk 26 mit mir, dem Dean und dem Mugulator. Ja, und wir haben hier ein wunderschönes Feedback, warum auch immer. Ich höre keins, aber ich mache einfach mal das hier zu, vielleicht hilft das schon, aber ich höre hier kein Dings. Ich mute mal das hier vielleicht noch. Das sind alle Sachen, die es von mir gibt. So. Ah, nee, das geht irgendwie nicht. Stopp. So. Ja, Tag. Die übliche Sache. Wir sind jetzt bei Nummer 26 angekommen. Und wer Themen hat, immer einfach reinposten. Oder später und das Video, dann versuchen wir es irgendwann reinzunehmen. In sequencer.de gibt es das Forum und im Forum gibt es unter Termine immer den aktuellen Thread, da könnt ihr es reinmachen oder einfach hier drunter. Und nach der Sendung gibt es immer diese URL, die ihr benutzen könnt, um quasi den Nachtalk zu machen. Der wird nicht aufgezeichnet, ist einfach so für uns. Ich lasse das hier mal unten ein bisschen durchlaufen. Ist ein bisschen verspielt, glaube ich. Ich kann das auch gerne mal ein bisschen stehen lassen. Wir probieren nur Sachen aus, gerne, die neu sind. Ich glaube, das ist ein bisschen besser zum Abtippen. Also dahin denk einfach ich auch. Und ja, in dieses Forum dann gehen. Ich möchte noch zu Beginn eine Sache zeigen, nicht das Magazin, sondern die Kollegen haben ein Buch geschrieben, das heißt A Guide to Modular Worlds. Und das ist, wie man erkennen kann, auf Englisch. Da gibt es eine ganze Menge Zeug mit Bildern zu modularen Synthesizern. Oh, so vielleicht. Vielleicht kann man, wenn ich es ganz schnell durchblättere, auf Dauer irgendwie alles lesen, ohne das zu kaufen. Ich bin da übrigens nicht dran beteiligt. Das ist der Rolf und der Ulf Kaiser, die da geschrieben haben. Ist also überhaupt nichts, habe ich nicht, eigentlich nichts mit zu tun. Aber ich habe es bekommen und ich finde, es ist wert, es zu erwähnen. Kann man natürlich beim Synmag also da bestellen in dem Shop. Glaube ich. Ich habe gar nicht, wir haben das nicht abgesprochen. Ich mache es einfach. Ja, und diese Ausgabe auch. So, genug. So, muss man da eigentlich Dauerwerbesendung einblenden, wenn man sowas macht? Weiß ich nicht. Ja, es gibt, also so, es gibt bei also anderen. Also eigentlich sind ja mittlerweile da Bestimmungen, aber die sind auch nicht so wirklich durchsichtig. Ich glaube, es sollte halbwegs klar sein, dass wir eben das Ganze nicht aus kommerziellen Gründen machen, sondern tatsächlich. So, nur damit es damit haben. Wir bekommen da auch kein Geld dafür, im Gegenteil, wir zahlen aktuell welches, damit dieses Portal hier läuft. Dadurch haben wir die Möglichkeit, ein bisschen etwas flexibler zu sein. Aber es trotzdem funktioniert ja. Also erstmal hallo Tag, das ist schön, dass ihr alle da seid. Wir sehen heute auch mal auf Facebook.
Und dass ihr an diesem Nicht-Sequencer-Talk-Tag da seid. Ich glaube, ihr solltet euch doch eher merken, dass es 20.30 Uhr ist und nicht den Dienstag total fest. Aber es ist doch der Haupttag, an dem wir meistens da sind, weil immer gibt es irgendein Jobding oder so, was uns die Sache ein bisschen verschiebt. Geht sie gut? Meiner Stimme geht so seit ein paar Tagen so, wie sich das jetzt anhört. Übrigens sind wir das erste Mal auf Facebook aktiv. Also ich weiß gar nicht, ob es funktioniert. Wir machen es einfach. Das ist dann auf dem Synmark-Channel, auf der Seite, nicht auf der Group. Vielleicht ist das irgendwie interessant. Die Frage kann ich übrigens beantworten, weil wir einfach von Behringer keine Geräte kriegen. Ne, wenn die welche schicken würden, könnten wir. Ich habe das Model D einfach selber gekauft, deswegen gab es diesen Test. Aber die Firmen, die uns nicht unterstützen, die sind halt nicht drin. Also man kann fragen und wenn man, die sind auch der Meinung, dass Blogs und Magazine mögen die nicht so gerne. Also jedenfalls gab es da mal so ein, hat es da mal reingezeigt. Wir sagen, reden trotzdem über die und noch nicht mal schlecht, aber wenn es keine Tests gibt, liegt es einfach vielleicht schon mal daran, dass sie das Gerät einfach nicht kriegen. Ganz einfach. Wenn wir schon dabei sind, es gibt ja von Behringer Modular-Module, habt ihr vielleicht gesehen, sehen ziemlich so aus wie die Originale, nur tatsächlich in Eurorack, war ja auch geplant, die sowieso mit dem 100M, also das System 100M von Das Roland. War schon länger im Gespräch, auf alle Fälle. Ja, und das ist jetzt halt da. Aber ich glaube, das hat ja heute auch nochmal, haben sie ja nochmal direkt einen Case vorgestellt. Ja, genau. Nochmal ein größeres, zweireihiges mit eingebauten Power Supply. Und mit einem Ständer hinten dran, könnte man ganz gut sehen. Nichts Weltbewegendes, aber ist halt da. Ja, also ist okay, ist wahrscheinlich gut günstig. Und noch keine Preise, weil ich glaube, das, was da entscheidend sein wird, ist der Preis. Ist halt Behringer, natürlich ist da der Preis entscheidend. Ne? Also hier sieht man, da ist auch ein Netzteil drin und so. Es ist recht breit, also es ist nicht so wie diese Standard-Cases, die so 19 Zoll sind, sondern es ist ganz offensichtlich breiter. Das kann man spätestens hier dran sehen. Wenn man diese waren aber nicht so tief, oder? Also ich glaube, bei dem ersten Case, was sie veröffentlicht hatten, das war ja im Prinzip das war das ganz Moog einfaches, Case. Was im Prinzip genau das Moog auch hat. Allerdings, die sind nicht ganz so tief, da sollte man drauf achten. Die haben, glaube ich, irgendwie 2 Zentimeter weniger an der Tiefe. Sollte man nochmal nachschauen. Schau mal hier, also da ist schon ordentlich Platz. Also hier sollte auf alle Fälle mehr Platz sein. Vielleicht haben sie ja draus gelernt nach dem ersten. Ja, wobei es auch wirklich viele Module gibt, die da reinpassen. Also die meisten Module steht fast immer SCIF-friendly oder irgend sowas drauf, dass die nicht allzu tief sind. Also ein paar tiefe. Wobei ich hier schon wieder sehe Slide Nuts. Bin ich kein Freund davon. Und dieses, was hier da in der Mitte ist, was ist denn das? Warum ist das so? Das ist gehört zum Ständer. Wenn du weiterschaltest, siehst du das bestimmt auch. Drin, das ist unten drin. Ich habe gerade eine komische Perspektive gehabt. Ich bin wohl MC Escher. Das rappt euch jetzt hier ein. Ja, so. Hier sind übrigens diese Module, die eigentlich nicht schlecht getroffen sind. Ne, so, wer die Moog-Module kennt. Also ich denke, Moog-Modul. Anbieter AJH oder AJH, wie auch immer die ausgesprochen werden, die werden das vielleicht nicht so gut finden. Aber das sind halt so diese klassischen 911 und also es ist ein Hüllkurvengenerator und die spätere Variante jeweils der Oszillatoren. Das ist ein Rauschgenerator. Das ist der 904. Also das ist dieses Tiefpassfilter in einem Modul. Naja, das gibt's.
Ich denke, das reicht auch wahrscheinlich schon an rein optischem und vielleicht auch sonst. Also es geht da ziemlich immer weiter. Diese Module sollten ja eigentlich 50 bis maximal 99 Euro kosten bei den Rolands. Deswegen glaube ich, ich habe mir die etwas näher angeguckt, da das scheint auch für die Moog-Module realistisch zu sein. Also das wird wahrscheinlich kampfpreisig. Und dieses Rack finde ich eigentlich von der Formel super. Könnte viele Leute interessieren. Ja, also es ist nichts Weltbewegendes. Mich haut das jetzt nicht vom Hocker, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe das eigentlich auch nur dran genommen, weil hier die Behringer Front hier gepostet hat. Ich fand eigentlich was anderes spannender. So einen neuen Sequencer. Das auf alle Fälle. Da darfst du mir gerne ein bisschen mehr drüber erzählen, weil ich habe nämlich noch gar nicht die Zeit gehabt, mir das Gerät ein bisschen näher anzuschauen. Es geht um diesen hier. IntelliJ? Den hier von IntelliJ. Da gibt es, das ist so eine Art, die werden zusammen geknotet. So, ich muss mal hier draufklicken, vielleicht wird es dann schöner. Das hier ist sozusagen das Brain und das ist das Pad. Und das heißt Tetra-Pad, irgendwie clever. Ne? Und hier, das kann man nicht sehen, das heißt Ted. Also das ist mit so einem Dach über dem ersten E. So wie die Depeche Mode oder so. Ne? Und da ist halt hier so ein kleines Display. Und da kann man vier Spuren, genau analog zu diesen vier Touch-Sensoren, sag ich jetzt mal, alles einspielen und wiedergeben. So eine Art Looper für Daten, für Noten, für Akkorde sogar. Okay. Ne, und du, also du fummelst da rum, nimmst das auf und dann läuft das einfach weiter. Und wenn du es ändern willst, einfach Record drücken, da drücken und das war's. Finde ich eigentlich als Idee ganz cool, weil man das halt schön. Vor allem als Ideengeber finde ich das ja sehr interessant. Also es gibt dazu auch ein Video, da sieht man das ganz gut. Ich kann mal versuchen, ob es. Ich mache mal erstmal das Audio weg, wenn mir bei Quatsch passiert, weil die eigentliche Erklärung kommt erst später. So. Range of functions to determine. Ah ja, das habe ich mir schon gedacht. Wir haben immer wenn ich was abspiele, dann kommt halt der Kringel da rein. Okay, dann lassen wir es, aber. Es ist nicht schlimm. Auf alle Fälle preislich auch gar nicht so schlimm. 300 Euro? Mhm. Übrigens, das Pad kostet auch 300 Euro, seltsamerweise. Finde ich reell. Also das scheint mir so ähnlich zu sein wie diese Ribbons, die es bei Dave Smith Synthesizern eine ganze Zeit, nee, Sequential Synthesizern eine ganze Zeit lang gab. Eben einfach viermal nebeneinander und das finde ich einfach als Eingabefeld für ein Modular ziemlich cool. Deswegen Schaut mal rein. Also es ist ein Spontan-Instrument, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Kannst du dann halt Glocken und triggern und resetten über so Buchsen. Finde ich eigentlich ganz gut als Idee. So für so die letzte Zeit war das, glaube ich, das Spannendste, was es gab. Ja. Im Moment ist es relativ ruhig. Alle ruhig, bereiten sich auf Weihnachten vor. Und NAMM kommt jetzt auch. Mit ganz, ganz großen Schritten. Ist ja auch dieses Jahr, glaube ich, eine Woche früher. Naja, ich weiß gar nicht. Es ist ja immer so, Mitte, Ende Januar gibt es die Winternahme. Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Rolle spielt. Wann, zu welcher da was kommt, weiß ich nicht. Ich bin da nie da. Das wäre eher eine Frage für. Also die Winternahme hat im Prinzip die Sommernahmen schon seit Jahren abgelöst, gerade was die ganzen Neuheiten angeht und so weiter. Also das ist im Prinzip mittlerweile der Auftakt fürs Jahr.
was an neuen Sachen kommt. Dann kommt eben die Superbooth mittlerweile und dann die ganzen anderen kleinen Messen noch. Superbooth ist, wie gesagt, in Berlin, wer das nicht kennt, einfach mal vorbeischauen. Ist auch immer sehr, sehr lustig. Ist im April, glaube ich, oder? April? Mai? Ich kann es genau sagen, ist übrigens zeitgleich, ja, ich muss mal für den Kalender aufklappen. Es ist zeitgleich mit der Ableton Loop und stimmt, die haben das wieder zusammengelegt. Böse. Die Superbooth ist am 23. bis 25. April. Und die Loop ist noch am 26. und fängt einen Tag später an. Also die überlappen sich. Ist also so mäßig gut. Also die Early-Bird-Phase ist, glaube ich, auch schon vorbei bei der Superbooth. Allerdings muss ich eins sagen, nur so als Schreibender oder News-Schreibender muss ich sagen, dass die Neuigkeiten schneller reinkommen, wenn man nicht da ist. Das stimmt allerdings. Du kannst, also du siehst auf den Blogs schneller, was ist, weil die Firmen in der Regel Zeit haben. Also wenn du vor Ort bist. Du kannst gar nicht so schnell alles erfassen. Es macht zwar definitiv mehr Spaß, wenn du vor Ort bist. Also gerade zur Superbooth kann ich echt nur empfehlen. Macht richtig Spaß. Gibt auch viele Konzerte. Man sieht viele bekannte Gesichter, auch viele bekannte Musiker, die da selber mal so ein bisschen unterwegs sind. Und das macht definitiv Spaß. Und es gibt jede Menge zum Anfummeln. Ich kann sogar sagen, dass der Sound, also ich finde, die PA ist da sehr ordentlich. Ich habe selber mal auf dieser Seebühne gespielt. Das ist ein sehr angenehmer Sound. Die Leute sind auch, also die das machen, die machen das cool. Also kann man sich auf jeden Fall drüber freuen. Ich versuche da auch eher so das Socializing zu machen, weil man kann nicht alles testen. Ich bin dann am dritten Tag immer noch lange nicht fertig. Also wer also noch damit hadert, bucht einfach alle Tage. Wenn es irgendwie geht, dann würde ich das tun. Und dann eher, um die Leute kennenzulernen und also dieses Reden, weil ausprobieren, das schafft sowieso keiner. Oder man geht speziell zu denen eher früh hin, das kann ich nur noch sagen, geh früh hin und weil dann sind vielleicht noch. Also ich habe das dann meistens so gemacht, bevor es richtig losgegangen ist und ich nicht den ganzen Tag bei uns am Stand am Exploding Chat bzw. Leaf Audio Stand stehe und selber erkläre, habe ich versucht, dann frühs und abends irgendwie vor Schluss, vor Anfang immer noch mal schnell zu gucken, ob ich nicht irgendwie noch ein bisschen was erhaschen kann. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schön, da auch definitiv altbekannte Gesichter immer wieder zu treffen. Ja, das finde ich eigentlich auch, das ist für mich, also wie die meisten Meetings, ein soziales Event. Das interessiert mich am meisten, die Menschen und so und diese ganze, das Reden und das Happening und die ganzen Dinge drumherum. Ich gucke hier mal gerade die. Aus irgendwelchen Gründen kommt hier ein Roland-Kommentar rein. Aber ich weiß nicht, also hat gar keinen Bezug auf die. Ach so, doch, ich weiß. Hier wird über Behringer noch geredet und das ist der Weg darauf. Wir versuchen übrigens, das einzublenden, weil was wir nicht können, sobald wir das Video schneiden, verschwindet der Chat. Also dann kann YouTube das nicht mehr wiedergeben. Also der Live-Chat auch nicht, wird im Moment nicht komplett eingeblendet. Das kommt aber wahrscheinlich noch, dass der Live-Chat hier nochmal als direkter Ticker durchlaufen kann. Da sind wir noch am Arbeiten, beziehungsweise der Anbieter von der Plattform macht das noch und da sind wir dann hoffentlich ganz gut aufgestellt. Ansonsten haut in die Tasten. Wir können hier auch gerne User-Fragen immer einblenden. Und wie eben schon erwähnt, gibt es nach der Sendung auch wieder den Stammtisch bei Jitsi. Der ist natürlich nicht live. Da könnt ihr einfach mitquatschen, wie ihr Lust und Laune habt. Entweder über die App. Der ist schon live, aber der ist einfach nach dem und in dem Moment stattfindend. darauf geht. Nicht live auf YouTube und nicht live auf Facebook. Übrigens, liebe Facebook-Zuschauer,
Sagt mal Bescheid, wie ihr das Ganze findet. Bei YouTube haben wir das Ganze ja mittlerweile relativ etabliert. Haut in die Tasten, wir sehen das hier eigentlich. Ja, also wir sehen primär den YouTube-Chat. Wenn ihr also Live-Kommentare eingeben wollt, dann tut das bitte da, weil ich glaube, eine Art von Chat gibt es bei Facebook möglicherweise schon, aber den sehen wir nicht. Oder ich muss. Doch, den sehen wir. Oder es ist das hier gemischt. Das muss ich nehmen. Das ist nämlich neu. Wir machen das gerade das erste Mal. Jetzt haben wir aber genug vorgeplänkelt. Wir können ins nächste Thema springen, oder? Machen wir mal. Ich habe im Moment keine Lust, Musik zu machen. Und du? Ich schone aber keine Zeit. Das ist das Problem. Ich habe eigentlich immer viel mehr Ideen, als ich Zeit habe. Also das ist übrigens der Grund, warum ich live spiele, weil live habe ich dann die Zeit, weil ich ja jetzt live spiele, also bin ich ja da. Und ich bin eher das Gegenteil. Ist das bei dir eine Frage von Ideen oder Bock? Zeit und Ideen. Nicht unbedingt, sondern wirklich hauptsächlich Zeit und dann ein bisschen abgenervt sein, dass ich die Zeit nicht habe. Einfach mal ganz stumpfsinnig rüber ins Studio zu fahren. Ich habe ja seit Mitte diesen Jahres ein neues Studio, wo ich ein paar Meter auch mich bewegen muss und eben nicht mehr in der Wohnung. Kann es daran liegen, dass das, also dass du faktisch physisch tatsächlich dahin musst und also jetzt mache ich Musik, dass das vielleicht nicht besonders direkt. Tatsächlich hat es mich mit ein paar Projekten auch aufgehalten. Wie gesagt, ich habe ein Festival letztes Jahr mit organisiert. Die ganze Geschichte hier futtert natürlich auch ein bisschen Zeit. Und das ist ja nicht nur mit dem einen Abend in der Woche abgetan. Ab und zu versucht man dann auch nochmal den einen oder anderen Kumpel zu treffen. Und Arbeit gibt es ja auch noch. Wobei die mittlerweile relativ, das Lauter-Krach-Festival. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die dann nicht ganz so korrespondieren. Das Gute ist allerdings tatsächlich, seitdem ich das Studio habe, wenn ich dort bin, dann bin ich auch wirklich da. Das ist eben nicht wie, ich mache daheim Musik und renne dann nochmal fünfmal ans Telefon oder in die Küche oder sonst irgendwo hin oder weil das Haustier schreit oder sonst irgendwie. Da ist man definitiv fokussierter. Wie geht euch das denn? Weil hier, ich glaube, das ist ungefähr meine Haltung, weil ich mag keine Proberäume. Ich mag nicht die Tatsache, dass man dafür in einen anderen Raum oder also nicht nur in einen anderen Raum, sondern der ist ja irgendwo anders. Also du musst die Straße wechseln. Jetzt kann ich Musik machen. Jetzt habe ich 3 Stunden Zeit und jetzt darf ich danach nicht mehr. Und auch nur hier ist das Equipment. Ich habe immer schon das berühmte Bedroom-Studio gehabt. Das ist übrigens noch nicht mal ein Witz, wenn ich die Kamera umdrehen würde, würdet ihr das sehen, dass das hier quasi nicht nur Studio ist. Ich mag einfach die Tatsache, jederzeit alles machen zu können. Und ich kann dann auch immer, also Bock habe ich dazu immer. Deswegen, das ist nicht mein Problem. Und mir würde auch was einfallen, immer. Es ist eher die Zeit. Und wenn ich mich zeitlich gedrückt fühle, dann mache ich nicht gerne Musik. Also wenn ich jetzt so, ich weiß, ich hätte jetzt eine halbe Stunde, das wäre mir etwas zu knapp, da würde ich das nicht machen. Ich habe schon gerne lieber ein bisschen längeren Zeitraum, essen den ganzen Tag oder wenigstens einen halben. So einfach aus, das ist so ein Gefühlsding. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Aber Bock habe ich in dem Sinne eigentlich immer. Ich könnte jederzeit jammen oder sowas machen. Allerdings ein Album aufnehmen finde ich was anderes, weil das ist viel mehr Arbeit und ich mache auch weniger Alben, weil ich der Meinung bin, dass man keine Alben mehr braucht. Also, ich habe definitiv ein Skizzenheft, gerade wo das hier eingeblendet wurde, unter anderem das hier. Das ist einer der Gründe, wieso ich
definitiv auch produktiver geworden bin, auch wenn ich gewisse Sachen eben nicht mehr direkt vor Ort habe. Ich arbeite dann tatsächlich lieber mit ein bisschen weniger und wenn ich dann recorde, arbeite ich fokussierter, definitiv. Also die Ideen, so die groben Sachen werden festgehalten und ich kann mittlerweile mit einem iPad und ein paar einzelne Sachen und am Laptop meine Ideen erstmal so weit festhalten, damit ich was hinterher damit auch was anfangen kann. Ich habe heute übrigens gelesen von irgendeiner Rapperin, die ich nicht kenne. Ich fand aber ihre Haltung gut. Sie hört einfach auf, weil sie offensichtlich in so einem Kommerzflow drin ist, dass sie eigentlich ihre Ideen gar nicht mehr richtig umsetzen kann, weil das alles sehr produziert ist und alles so, jetzt muss das und das. Und dann gibt es da ja auch ganz viel, also das ist ja sehr viel Markt dabei. Das würde mich auch eher abtören, aber glücklicherweise habe ich solche Drücke. Ja gut, du und ich, wir haben den Druck nicht. Das ist einfach auch was. Ich bin einfach nicht berühmt. Das ist ein Vorteil. Also, weil hier steht diese Gelddrucksache. Also, wenn ich mich um Gelddruck kümmere, dann sind das Scheine drucken. Die müssen dann echt aussehen, aber sonst würde ich mir Gelddruck nicht reintun. Zum Beispiel. Ja, das Lustige ist, wir haben mittlerweile beide die Hand auf das Studio hier, was wir vor uns sehen und können beide hier direkt agieren. Von daher nicht ja. Wundern, wenn ein, zwei Sachen mal doppelt kommen oder sich kurzzeitig umschalten. Da müssen wir noch in den Flow reinkommen sozusagen. Ja, irgendein Flow de Cologne. Naja, hier ablenken, man könnte es ausschalten, ne, so ein Handy. Übrigens, jetzt während der Sendung überall hier Flugmodus an. Es sind mehrere Geräte. Hier, Reich Ranitzky, der hat sich ja immer schön angezogen mit Schuhen und allem und ist einfach nur in den Nebenraum gegangen. Jetzt Arbeitsmodus. Ich finde das sehr stilvoll, aber ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht stilvoll, sondern ich würde auch mit dieser Frisur gerade aus dem Bett oder irgendwie anders. Ich arbeite auch so, schreibe erstmal News oder sowas. Gut, für den Stream mache ich mich hübsch. Also hier ist das schöne Jackett, was man hier nicht sieht, weil alles wunderschön schwarz ist. Und die Jogginghose sieht ja keiner. Die Leggings, die rosa, die pinke. Ne? Ja, ich finde das interessant. Dazu habt ihr eine Menge zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das von den 90ern bis heute sich auch einiges geändert hat in der Art, wie und wie viel man dafür braucht. Auch zum Beispiel sowas wie, muss irgendwas hochgebootet werden? Mein Live-Set ist ja da hinten in so einem Koffer, das heißt ein Schalter an und dann ist das alles an. Ist alles da, ja. So, heutzutage sind die meisten Synthesizer ja auch nicht mehr so, dass die erstmal irgendwie eine halbe Stunde aufwärmen müssen, bevor irgendwie der Ton nur ansatzweise hält. Moog One, gut, gibt's immer noch, aber wohl, ne? Also der macht erstmal stundenlang, der bootet richtig, das dauert auch richtig lang, dann kommt so ein... Wie lange braucht der ungefähr? Weil das ist ja doch schon ein ganz schöner Bolide, was das angeht. Ja, das ist so, das dauert echt lange. Also gefühlt vielleicht eine halbe Minute. Ich habe es nicht gemessen. Eine halbe Minute ist immer noch was anderes, als wenn du irgendwie einen alten Roland oder sonst irgendwas hast, der erstmal eine halbe Stunde warmlaufen muss, damit er überhaupt einen Ton hält. Ja, aber du kannst anmachen und schon spielen. Ja gut, ungetuned macht auch nicht so viel Spaß. Ja, das ist schwierig. Also das ist der Grund übrigens, warum ich den Slim Fatty weggegeben habe, weil der nach 45 Minuten ziemlich exakt plötzlich mehrere Cent sich verstimmt hat, für die Bühne überhaupt gar nicht gut. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Und das andere war, ich mag ja gerne LFOs einblenden und ausblenden und dann das Tempo ändern. Das geht da nicht, weil du musst, das ist eigentlich ein geniales... Der war nur mit Switches, oder? Du musst immer so Taster drücken und dann sagen, das bitte editieren. Und dann hast du in jedem Bereich so einen
so einen Encoder. Und für den LFO gibt es halt nur einen Encoder und deswegen musst du dann hin und her springen und beziehungsweise das, dieses Modulationsbus-System benutzen. Ablenkung, ja, ich glaube, das war was anderes. Also Bock haben, das war ja so eigentlich das. Das ist eigentlich so eigentlich auch Ideenstaus, ne? Also, dass euch einfach nichts einfällt. Das kann ich mir tatsächlich kaum vorstellen, weil immer, wenn ich irgendwo sitze, dann fällt mir eigentlich was ein. Ich habe nur einfach das Problem, dass dann gerade keine Synthesizer zur Hand sind. So, also mir ging das schon so ein paar Mal oder ab und zu mal. Sitzt halt im Studio und das leere Blattproblem kennt, glaube ich, jedem Künstler in Anführungsstrichen. Ne? Also das ist so ein Thema. Oder man sitzt halt manchmal da und es kommt einfach nichts bei raus. Naja, also ich habe auch schon Songs weggeschmissen. Also man kann natürlich auch, also dass alles Gold wird, was man anfasst. Alles wird Gold, was der Modulator anfasst. Ja, nee, also generell. Zu 95%. Ich habe da manche auch Sachen abgespeichert, manche habe ich auch einfach sogar gelöscht. Weil ich denke, geht dir das? Arbeitest du einen Song von Anfang bis Ende durch oder lässt du manche Sachen einfach auch so halbfertig oder angefangene Projekte erstmal liegen oder sagst du, okay, entweder ich krieg das jetzt zu dem Punkt oder scheiß drauf? Das ist sogar in jeder Zeit ein bisschen anders, weil ich hatte früher, mit früher meine ich so, wo die meisten Alben kamen, die waren wesentlich konzeptioneller und die wurden an der DAW gemacht, richtig klassisch mit diversen Racks und Emulator 4 und so oder ASC. Welche DAW hast du damals benutzt? Erstmal. Also ganz am Anfang das berühmte Cubase. Ich hätte jetzt nicht von 4-Track-Recorder und Atari. Also nee, sowas hatte ich nicht. Ich hatte nie Multispur-Recorder. Heute habe ich einfach Logic. Zum Komponieren finde ich das immer noch ich habe es einfach und ich habe es schon sehr lange, seit das 2.6 oder 1.6 oder wie es hieß, da war und gelegentlich Ableton Live, aber ich finde das als Arranger nicht gut. Also das zum Komponieren benutze ich es nicht so gerne. Also deswegen flippe ich meistens zu Logic zurück. Ich mag in dem Sinne dieses Bandmaschinen-Arrangement-Ding dann ganz gerne. Die Alternative ist natürlich hier da hinten mit den Grooveboxen was erfinden. Das ist jetzt das, was deine andere Frage war, also dass ich die baue. Und das heißt, das können auch schon Versatzstücke sein und dann könnte ich, das habe ich auch schon gemacht, dass ich dann auch in einem anderen Song arbeite. Meistens habe ich aber tatsächlich einen Song gerne fertig gemacht, aber nicht dogmatisch. Also ja, ich habe auch gar keine Dogmas mehr. Ich habe noch welche, aber irgendwie passen die nicht richtig. Aber man sieht heutzutage wieder sehr, sehr viele Doc Martens. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind hier kein Fashion-Blog. Ja, ich fand nur das Wortspiel. Das muss man nicht länger erwähnen. Wie ist denn das bei dir? Benutzt du eine bestimmte DAW? Oder? Ich arbeite mit Ableton und hatte mich letztens mal mit Studio One probiert. Bin ich aber nicht ganz so warm geworden. Ja, mit was arbeitest du? Also mit Ableton arbeitest du aber eigentlich. Das ist so, ja. Damit habe ich angefangen, damit da bleibe ich, glaube ich, auch. Also seitdem mich bringt irgendwie mal jemand zu was anderem. Wobei ich da prinzipiell auch relativ offen bin. Da kommt noch diese Jam-Sache auf. Das ist ich finde Jam ein verdammt gutes Mittel, um auf Ideen zu kommen und die erstmal so auszuprobieren. Was ich persönlich viel mache, ist, ich spiele nicht anders. Stücke, wenn sie dann Stücke sind, tatsächlich mehrmals live. Ich probiere die sozusagen aus und dabei reifen die auch noch ein bisschen. Und wenn die, also es gibt live auch schon mal so Sachen, die ich
selbst wenn es eine Verzweiflung ist, aber also wenn ich andere Ideen einbaue, ich bin da schon auf Sachen gekommen, die ich dann schöner fand. Das ist etwas, was ich tatsächlich erst neuerdings mache, also so in den letzten Jahren. Dieses Reifen finde ich eigentlich ziemlich schön. Also zumal ich auch das Feedback der Leute quasi mit drin habe. Weil ich sehe ja auch, wie es mir selber gefällt, wie es rüberkommt. Und wenn mir das gefällt, so, es kann auch sein, dass das vielleicht auch ein selbstverliebter Quatsch ist. Aber ich bin das in dem Moment und es ist irgendwie schön, so eine Art Korrektur zu haben. Es ist nicht so in Stein gemeißelt, wie das früher war, zu diesen früheren Zeiten. Frühere Zeiten heißt übrigens nicht vor 1000 Jahren, obwohl doch, es ist halt so 2000. Also, Methusalem fängt an. Also wo es schon Audioaufnahmen und sowas gab. Ich habe aber sehr spät umgeschaltet auf Audioaufnahmen. Ich habe dann sehr lange mit dem Sampler meinen Gesang aufgenommen. Da habe ich noch mit Gesang Sachen gemacht. Und solche Dinge, also weil ich hatte nie Mehrspurrekorder zu keiner Zeit. Ist ja auch ein anderes Arbeiten. Und da ja das nie viel Platz war und so, war das auch erst später möglich. Und zu gleichzeitig spielen und recorden konnte man halt beim Ensoniq-Kram schon früh. Naja, und da habe ich das gemacht, weil es geht. Und ansonsten habe ich damals auf DAT-Rekorder aufgenommen, Record gedrückt. Und wenn der Gesang okay war, dann war er okay. Und wenn nicht, habe ich es nochmal aufgenommen, bis es okay war. Meistens ist der erste, zweite oder vielleicht dritte Take der beste. Und dann kommt eine Weile lang so ein, ist gut, aber nicht super. Und dann nach einer Weile erst kommt dann wieder ein Take, der dann gut ist. Ich habe die aber auch nicht, ich habe die nicht alle gespeichert. Ich habe einfach zurückgespult und nochmal aufnehmen. Ich habe die einfach nicht behalten. Warum auch? Warum soll man das behalten, wenn es Bullshit ist? Oder wenn mache ich auch nicht anders. Ich habe aber auch, ich war sehr perfektionistisch. Ich weiß nicht, das betrifft speziell gesangliche Teile, habe ich dann alle Atemversatzstücke und so weggelassen, habe dann gemerkt, dass es aber auch das Leben wegnimmt. So. Ich wollte es ja. Das merkt man relativ schnell. Also, das sind so Sachen. Auch beim Spielen, wenn man zum Beispiel gewisse Sachen zu sehr quantisiert, ist der ganze Vibe und das ganze Feeling oftmals einfach weg, finde ich. Ja. Bei gewissen Sachen. Es gibt auch viele Sachen, die rund produziert werden oder so. Es gibt, ich weiß nicht, habt ihr das, hast du das? Wenn du ein Grundgerüst gemacht hast und hast irgendeinen Sound genommen, du hängst dich so stark an diesen Sound, dass du den faktisch nicht mehr ändern darfst, weil das geht einfach nicht. Das ist ja bei mir umso länger. Also ich bin im Prinzip immer noch auf der Suche, deswegen gibt es ja immer noch kein Album, nach dem Grundgerüst beziehungsweise dem Soundgerüst, wo ich sage, genau da will ich hin. Ich bin dem dieses Jahr ein ganzes Stück näher gekommen und das Ganze wird auch definitiv weniger an der was Spuren angeht, extreme Bearbeitung angeht, sondern alles viel roh. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Also mir ist das irgendwann aufgefallen, dass ich irgendwann nur noch Schnipselchen aufgenommen habe und habe die dann wie Lego oder wenn du mit fertigen Loops zum Beispiel oder fertigen Samples arbeitest und habe dann gemerkt, dass ich mit meinen eigenen Sounds nur noch Lego spiele, aber nicht das habe, wo ich eigentlich hin wollte. Hier kommt gerade das Thema Covern auf. Also ich finde, dass einige, ich hatte ja auch viel Workshops gemacht, da fiel mir wirklich deutlich auf, dass viele ihre Plattensammlung covern irgendwie. So finden sie gut. Also als Lehrstück finde ich das ganz gut, aber als Kreativwerkzeug eher nicht. Da aber ist die Tage tatsächlich sogar was sehr Interessantes dazu rausgekommen. Und zwar Decoder, diese ist das ein
VST, ich weiß gar nicht, ein Programm, wo du im Prinzip du hast Songs, die du da reinladen kannst und der sagt dann, okay, die und die Chords, die und die Tonlage und so weiter und so fort und der dekonstruiert im Prinzip den ganzen Song. Und ich denke mal, gerade zum Lernen, zum Analysieren von gewissen Sachen ist das relativ interessant. Ich habe hier noch, das finde ich irgendwie ganz damit schön. Damit könnte man zum Beispiel auch besser covern. Da wieder drauf zurückzukommen. Hier wird sogar noch gefragt, das ist übrigens sehr schwierig mit, was macht ihr für Musik, weil der Chat sich selber befragt. Ich habe es aber bewusst trotzdem eingeblendet, weil ich glaube, dass die Arbeitsweise und die Ästhetik, die man so hat, massiven Einfluss darauf hat, wie man arbeitet und welche Ziele man hat. Welche Musik du machst, ja. Ich zum Beispiel gehe nie auf sowas wie Beatport, weil so stilgenaue Dinge würde mich eigentlich nicht so sehr interessieren. Oder es langweilt mich sogar. Ne? Also deswegen mache ich es nicht. Also ich sehe das als so eine Sammlung von irgendwie, das ist gleich in diese Richtung, das ist gleich in diese Richtung. Vielleicht verpasse ich auch was. Ich suche dann eher bei Bandcamp was. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich da selber nicht drüber nachdenke, sondern der Sound im Prinzip so kommt, was ich fühle, was ich denke, dass ich mit meinen Gerätschaften genau das ausdrücken kann, was ich eigentlich will. Und das ist mir relativ egal, ob das ein bisschen technoider ist oder ob das mehr ins Ambiente geht oder ob das keine Ahnung, Goa ist jetzt nicht unbedingt meins. Deswegen ja. Kommt bei mir wahrscheinlich auch kein Goa raus oder kein Hip-Hop. Aber das ist erstmal sekundär. Weil wenn ich Bock auf Hip-Hop hätte, dann würde ich mir vielleicht sogar mal jemanden suchen, mit dem ich zusammen Hip-Hop machen könnte. Ja, Duo-Jams finde ich übrigens total cool. Also weil das so... Es nimmt dir so ein bisschen den Druck weg, immer alles musikalisch fließend perfekt zu machen. Und du hast etwas Zeit, etwas aufwendigere Sachen zu machen. Und bei einem Trio noch besser. Das ist aber dann eher so eine Arbeits- oder eine Menge, Frage der Menge der Personen. Naja, ich weiß, bei manchen Sachen, die ihr sagt, weiß ich nicht so genau, ob das ein Spaß ist. Also hier, wenn man Goa zweimal schreibt, dann meint man wahrscheinlich H-G-I-T, Goa, Goa. okay. Oder ich bin hochbegabt oder so, deswegen keine Ahnung, ob das so gemeint ist. Vielleicht ist es aber für den einen oder anderen von euch spannend, was die Leute hier so machen, die hier bei uns im Chat sind oder so. Und unsere Musik, naja, braucht ja nur auf die, also bei mir muss man nur auf YouTube gehen oder auf Bandcamp oder so. Und dann sind natürlich verschiedene Stile und so, aber irgendwo so zwischen allem ist irgendwie alles dabei. Und Welten bauen und sowas. Für mich war ja immer die Zukunft wichtig. Deswegen finde ich, finde das mega befremdlich, dass diese schönen alten Sounds oder dieses Vintage oder so. Das, was sind wir? Das ist doch gerade im Moment einer der heißen Geschichten. Aber gut, liegt natürlich auch dran, ist im Prinzip auch gerade so dieser ganze Vintage-Hype ist im Moment gerade so. Und jetzt kommen, jetzt haben wir einmal die ganzen alten Schinken aus den 80ern. Jetzt so langsam kommen die 90er wieder. Ich habe vorhin irgendwas von Lady Gaga gehört. Ich dachte, soundmäßig war da ganz, ganz viel 90er drin. Naja, sagen wir mal so, die 90er, die heute Retro sind, sind nicht so, wie die 90er waren und die 80er noch weniger. Ich finde, natürlich. Also was ich habe da letztens also ich habe viele Sachen jetzt aus dem Grufti-Bereich und so weiter teilweise gehört, der nicht nur einfach nach Abklatsch klang, sondern wirklich hätte auch direkt aus den 80er sein können und das sogar ziemlich true in meinen Augen.
Das gibt, ja, das bezweifle ich nicht. Ich meine eher sowas wie, das ist, das war halt irgendein Mainstream-Ding. Ich habe den Namen wieder vergessen. Ich habe mal einfach mal alle 40 Top 40 Dinge mal einfach mal angehört, um mal zu gucken, was ist gerade so Ja gut, los. das ist eine gute Aber Tür. da gibt es auch Videos, die sozusagen 80er sein soll, die aber so in den 80ern nicht stattgefunden haben. Also diese Farbgebungen und diese, das sind meistens diese komischen 3D-Landschaften, die so rechts und links sind und so diese Matrix-Linien und meistens auch gerne so ein Violett. Das waren die 80er nicht, das gab's gar nicht. Aber Erzähl doch trotzdem, nicht Tron, Mensch, ja, Kerl. das ist ein bisschen Tron so, ja. Mehr gab es nicht Donald damals. Trump. Tron und Nena. Da, da, da. Ja, das ist Trio, finde ich, von dem, was die geleistet haben, fantastisch. Also das Reduzieren, das war damals, wo alle so endlose Soli gespielt haben und so, war das eine richtige Wohltat. Ne? Wir lassen alles weg. Ich weiß auch, wie die. Ich fand, da gibt es eine tolle Doku, dass sie dem Gitarristen zum Beispiel gesagt haben, du bitte jetzt nicht dudeln, sondern du spielst jetzt nur oder so. Und du musst auch dabei bleiben. Und der Drummer da, der war ja nun ganz, Ganz arm ganz dran. exaltiert, immer so clownmäßig. Das fand ich aber wirklich gut. Also nur und fertig. Nicht noch mehr rein. Und nur Bass und Snare. Und vielleicht hin und wieder mal irgendwann mal. Nee, noch nicht mal ein Tom. Tolle, tolle Sache. Also Ja, vielleicht. auch jetzt nicht viel anders gewesen. In Ich weiß, gewisser Weise. hier brechen jetzt Diskussionen aus, welche 80er besser waren. Ja, die späten 80er hatten natürlich auch schon diesen Mainstream-Synthie-Pop. Also es war dann schon nicht mehr Depeche Mode oder Front 242, sondern es war dann schon mehr so Sandra und halt solche und Aber Modern es gab doch Talking. auch Slippery When Wet und Co. Ja, es gab alles Den ganzen Mögliche. Roses, das lassen wir immer völlig außer Acht, oder? Aber die finde ich schrecklich. Ich finde die Stimme schrecklich. Ich finde da alles schrecklich. Als ACDC-Sänger noch schrecklicher. Also geht gar nicht. Tut mir leid. Es geht für Aber auch mich nicht. im Black Metal und so weiter und so fort hast du teilweise sehr, sehr große Strömungen wieder in die alten Gefilde gehabt in den letzten Jahren. Das ist auch sehr aufgefallen. Also, wenn man jetzt mal diesen ganzen klassischen Synthesizer-Kram weglässt, den wir so hören. Ja, guck mal, da wird genau das genannt. Also das sind diese Klassiker aus. Das ist aber 70er. Klaus Schulze. Ja, hier guck mal, ja, Front 4, 42, 42. Ich hätte mein Front 424 T-Shirt anziehen sollen. Schwer zu Da hast du ertragen. Frontline Nee, Assembly. Ja, komm, ACDC das als geht aber. solches finde ich nicht schwer zu ertragen, obwohl es nicht meine Musik, aber es ist schon was. Stockhausen, na ja gut, ich glaube, jetzt ist wohl, ja, Stockhausen finde ich ja. Also bevor wir jetzt hier bei Silver Apples und dem falschen Jahrzehnt landen, Ja, was haben wir vielleicht denn machen wir eigentlich aber noch was aus. auf dem Schirm heute? Ja, wir haben noch mehr Themen. Design waren wir eigentlich gerade schon fast, ne? Wie geht es bei dir vonstatten? Sounddesign, das war auch eine Frage von euch, ne? Hier die drei Fragezeichen. Übrigens, wir ziehen im Moment faktisch nur eure Fragen rein, weil da waren ein ganzes Paket, was wir jetzt gerade quasi Mehr abarbeiten oder mit weniger abarbeiten, genau. drei Fragezeichen. Und Sounddesign, ich lese es mal vor, weil es vielleicht ganz gut ist. Wie geht ihr da dran? Zufällig oder gezielt? Presets? Fragezeichen, was sind wichtige Parameter? Timing. Möchtest du beginnen oder soll ich da schon mal was? Mach mal gerade, ich mach gerade noch nebenbei noch mal wegen dem Stammtisch. Ja, also bei mir, das hat sich ja über die Zeit auch geändert und es hängt von dem jeweiligen Song sogar ab. Presets benutze ich gar nicht. Das, was ich mache, wenn ich einen Synthi kaufe, ist, lösche erstmal alles. Dann, wenn es ein Sample-basierter Synthi ist, wie der Quantum, lade ich mir erstmal ein paar vernünftige Samples rein, die ich für
für diese Synthese für sinnvoll halte, baue dann in so einer Session erstmal einen Haufen Sounds. Dann, wenn ich in einem Song bin und ich brauche zum Beispiel eine Fläche und die ich jetzt sozusagen griffbereit habe, passen nicht, dann schraube ich die. Ich habe die meisten Synthes sind ja inzwischen Schraubomaten. Da hinten ist zwar der Microcork, der ist so halb. Ich verrenke mich gerade so, weil ich eigentlich nur auf den zeigen will. Der hat so eine Matrix-Bedienung, aber da kann man halt auch mal eben zum Beispiel so einen Fifth, also mit so fünf Halbtöne verstimmten Flächending manchmal mehr erreichen, weil der so ein bisschen melancholischer klingt oder mit so also oktavierten Sachen klingt ein bisschen sakraler. Es kommt also auf den Song an und wenn ich das haben will, stelle ich das noch schnell ein und speichere den, weil ich den wahrscheinlich dann für das Live-Set wieder brauche. Ich bin sehr live-orientiert vom Denken her. Also ich möchte immer, dass das auch geht. Wenn ich nicht live reproduzieren oder produzieren kann, dann ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber also ich habe also Sessions und baue die Sounds auch teilweise, heute übrigens viel mehr als früher, in dem Moment, wo ich den Song mache, so wie ich den brauche. Das kommt häufiger vor als früher. Und dann, ja, ich glaube, wir sollten erstmal dich fragen, damit nicht nur ich quatsche. ich frage dich trotzdem mal, ist es dir wichtig, dass du deine Sounds live reproduzieren kannst oder nimmst du deine Sachen wirklich so auf, dass du das einmal hast und dann wiedergeben kannst? Wie ist das bei dir? Meine Live-Sets sind oft reduzierte Varianten von dem, was ich im Studio machen kann. Weil, also ich sage mal, die Synthes, die jetzt hier so neben mir stehen, so ein Matrix 12 zum Beispiel, den kann ich nicht auf die Bühne stellen. Das ist viel zu gefährlich. Wenn also, das heißt, ich muss den ersetzen oder ich lasse den sogar ganz einfach weg. Das heißt, ich dünne das aus, aber umgekehrt, ich spiele das, was spielbar ist, und lasse das einfach weg, was nicht geht. Polyphonie zum Beispiel kann ich nur live spielen, weil meine Sequencer nicht polyphon sind. Und mache die Flächen live. Das ist einfach, weil es so ist. Es hat sich aber als ganz gut herausgestellt. Oder deute die dann halt als so ein Intervall mit zwei Tönen an oder sowas. Also ich muss die reduzieren. Aber ich mache das nicht in dem Moment, wo ich komponiere. In dem Moment ist erstmal der Song das Wichtige und wenn dieser Song sich live... Also du denkst in dem Moment nicht dran, ob du das jetzt irgendwie nochmal anderweitig umsetzen musst oder sondern nee, nimmst es im Prinzip erstmal auf. Nee, oder also es kommt vor, dass ich diesen Live, also dass ich für live das mache. Das hat es schon gegeben. Es gibt, wenn die zum Beispiel sehr stark auf einem bestimmten Sound basieren, da gibt es zum Beispiel ein Stück, das heißt Urgewalt, das basiert sehr stark auf einem Sound, der da sein muss. Wenn der nicht da ist, also der nur schwer mit einem anderen Ding zu reproduzieren ist oder den ich sehr, also würde länger dauern, den spontan schnell zu bauen, dann halt so. Ne? Aber also ansonsten stimmt das ungefähr so. Bei dir weiß ich das übrigens nicht, weil ich habe den Eindruck, dass da ganz viel, also vielleicht liegt es aber auch an dem Set, was ich gesehen habe, das wirkte sehr spontan, sehr offen für vieles. Aber ich glaube, du hast auch viel ausprobiert an dem Tag. Vielleicht ist es auch das. Ich habe tatsächlich an dem Tag was umgesetzt, was ich schon länger vorhatte. Hatte mich aber dadurch, dass ich mein Set komplett umbauen musste, kurz vorher wirklich auf viel live eingespieltes so einlassen müssen. Oh. Wenn ich selber Musik mache, wenn ich jetzt tatsächlich wie jetzt gerade an meinen neuen Sachen arbeite, dann ist es so, dass ich tatsächlich erstmal ins Studio gehe und erstmal aufnehmen, tatsächlich nach Sound suche, nach ganz speziellen Sounds, das heißt, ich stecke dann wirklich auch den einen Synthesizer in den anderen rein, so nach dem Motto, keine Ahnung, einen
Mini-Brut in irgendwas anderen, in irgendeinen anderen Hardware-Filter und so weiter und so fort, was ich live einfach so nicht umsetzen könnte, weil es erstens die Masse an Sachen gar nicht hergibt oder so einfach nicht reproduzierbar ist. Was mir dabei dann allerdings beim Live-Spielen wieder wichtig ist, dass ich gewisse Sachen dann einfach entweder rausnehme oder tatsächlich so versuche, dann live zu manipulieren, dass sie eben auch am Leben bleiben. Direkt im Studio ist es mir tatsächlich, ist mir der Sound wichtiger als das. Dass es im Prinzip direkt in den Raster passt. Also wenn da wirklich richtig schräge Sounds dabei sind, dann kann das auch sein, dass der tatsächlich einfach mal komplett durch den ganzen Track geht. Ne? Dass ich im Prinzip das alles als großen One-Take aufnehme, einen großen Drone oder weißt du geil was, und der bleibt dann auch relativ unbehandelt, bis auf ein bisschen EQing und Compression und so weiter und so fort, relativ dann auch so drin. Und manchmal kommen dann halt noch Effekte hinzu, je nachdem. Ja, ich finde die Studio, also meine Studio-Arbeitsweise ist tatsächlich deutlich anders als meine Live-Arbeitsweise. Das heißt, ich kann bestimmte Stücke live vielleicht nicht spielen, aus technischen Gründen. Ich glaube, das Problem kennen alle. Ich hatte das ja zu Anfang tatsächlich anders gelöst, und zwar, dass ich zu Anfang mit Traktor als Live-Instrument, also die DJ-Software Traktor von Native Instruments, für meine Live-Sachen genutzt habe. Und seitdem ich den hier habe, brauche ich im Prinzip keinen Laptop mehr auf der Bühne, sondern kann meine Stems im Prinzip hier drüber abfahren, was ja prinzipiell ganz praktisch ist. Ne? Hier wird noch, obwohl das geht, ich glaube, das Aufnehmen hier, diese Frage, warum nimmst du nicht auf? Also die Frage ist an mich. Das Gesamtset nehme ich tatsächlich ganz selten auf, obwohl ich in meinem Koffer tatsächlich so einen Rekorder habe, der sogar so ein XY-Recording machen kann. Es ist nur ein Kabel, was ich mehr stecken müsste, und Batterien habe ich meistens sogar da liegen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich auch, also ich bin auch der Meinung, dass wer da ist, ist da. Der hört das, und wer nicht, der nicht. Wenn ich ein Album mache, ist das ja in dem Sinne keine Live-Aufnahme. Und so hat das damit zu tun, dass wenn du ein live spielst, klingt das über die PA definitiv anders, als wenn du, also ich stelle das halt so ein, dass es auf der PA gut klingt. Wenn ich mir das auf dem anhöre, was, also an die Mischpultaufnahme anhöre, klingt die schnell zum Beispiel irgendwie dünner oder irgendwie anders, als es, sag ich mal, dort geklungen hat. Klar, ich nehme dieses XY noch mit auf, aber das ist natürlich trotzdem nicht besser, als eine Live-Aufnahme so ist. Man kann natürlich ein bisschen mehr von dem von diesem Recording reinmachen und manchmal ein bisschen mehr von dem anderen, aber das ist ja dann wirklich nur final. Es würde mir nicht helfen, um das Stück zu machen. Das heißt, also ich spiele ja keine Audio-Files ab. Technisch hätte ich die Möglichkeit, ich habe diese kleinen Chaos-Pads, mit denen könnte man theoretisch so Dirk Evans-mäßig ein Stück abspielen und dann die Effekte dazu. Das hängt mit der Performance zusammen. Die kleinen Chaos können auch als Sampler gehen? Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die haben nur... Einfach im Prinzip ein MP3-Player ist einfach mit drin. Das ist aber, erstens will ich das nicht, weil ich spiele dann live, weil das ist meine, ihr seid gekommen, weil ihr irgendwas hören wollt, und ich will mich nicht langweilen. Ich könnte natürlich auch eine CD einlegen und warten, bis die zu Ende ist. Die würde mir wahrscheinlich auch gefallen, aber dann muss ich noch nicht mal auf der Bühne sein, könnte man es auch konsequent sich in die Mitte setzen und warten, bis das Ding zu Ende ist, und dann gut, ne? Aber meine kleine Frage in die Runde, um dich mal kurz zu unterbrechen, wie geht es euch denn als Zuschauer auf Konzerten? Ist euch das wichtig, dass da ganz, ganz viel
live ist oder ist es euch völlig egal? Weil ich immer wieder erlebe, gerade von Nicht-Musiker-Leuten, als Musiker steht man ja immer so ein bisschen da und guckt, okay, was macht denn der da eigentlich? Ne? Und mir ist es aufgefallen, auch als DJ, vielen Leuten ist das völlig Bums. Hauptsache, es ist laut, es kracht, es macht Bumm. Und da dreht einer ein bisschen an zwei, drei Knöpfen. Ne? Ob das nun ein komplettes Set ist, was einfach nur aus dem Studio One oder aus dem Logic oder aus dem Ableton einfach nur rausgeleiert wird und es kommen ein paar Effekte dazu oder ob das wirklich ja alles live eingeklimpert ist oder live zusammengefügt wird. Für mich ist das ein Riesenunterschied, dieses Arrangement komponieren in Logic und sowas wie Ableton, natürlich, ich weiß, dass ein Ableton einen Arranger hat und ich weiß auch, dass das da auch geht. Es ist, und dem, wie ich hier Live-Musik mache mit so einem Pattern-Sequencer, genau genommen sind es zwei, du ja eigentlich auch, soweit ich weiß, also was ich gesehen habe. Und das ist also eine grundsätzlich verschiedene Art, Musik zu machen. Das, da ist, ich finde, da ist sehr viel Unterschied. Also in einem Arrangement ist Verschiedenheit von bestimmten Bassläufen viel einfacher. Ne, während du das in so einem Pattern müsstest es halt wieder einspielen. Du lässt es einfach, wie es ist und drückst ein paar Noten raus oder setzt ein paar Hi-Hats und so, was dann wiederum live viel einfacher geht und im Arrangement gar nicht. Solche Sachen spielen da eine große Rolle. Also das, das ist der Grund, warum man das eine in das andere überführen müsste. Ich habe zum Beispiel so, das waren so EBM- und Synthie-Pop-mäßige Stücke, die, die sind total arrangiert. Und da ist jedes Sample, das ist mir wichtig, dass das da ist. Das könnte ich live nur schwer wiedergeben. Ich würde aber eine Live-Version davon machen können. Ich habe aber tatsächlich von diesen älteren Stücken spiele ich faktisch nichts. War auch ein anderer Bandname sozusagen, ein anderes Projekt. Aber inzwischen habe ich sehr oft in der dieser Szene gespielt, sodass ich diese Stücke theoretisch da spielen könnte. Also es würde gehen. Vielleicht würde sich der eine oder andere sogar freuen. Das kann ich übrigens gar nicht einschätzen. Ich habe gar keine Ahnung über mich. Also ich halte mich eben nicht für so bekannt, sondern der Typ spielt eben auch mal da oder da. Sowas halt. Das ist, also dieses Selbstverständnis spielt vielleicht auch viel mehr Rolle, als man denkt. Ich freue mich also, wenn ich das machen kann. Aber also reproduzieren finde ich langweilig. Ich möchte gerne dem was Kreatives hinzufügen. Vielleicht ist definitiv. Das also das ist ja auch der Punkt, zum Beispiel, was mir immer wichtig war, auch als DJ, den ganzen Abend nur dazustehen und das Play-Knöpfchen und zwei Feder hoch und runter zu machen, ist mir einfach definitiv zu langweilig. Ne? Und das ist ja einer der Punkte, wieso ich wieder zum Musikmachen in der Form gekommen bin. Hier ist noch ein bisschen das Thema Presets, also so kann inspirierend sein. Kann es auf jeden Fall. Ich würde das übrigens auch natürlich nicht ausschließen, weil Sounds als solches, ein Klavier kann ja auch inspirieren. Also einfach dadurch, dass es da ist, also das Instrument, dass es da ist und dass man was ausprobiert, natürlich inspiriert das auch. Aber das bist ja du, der das macht. Wobei es vielleicht Sachen gibt, die näher liegen. Ja, das, genau. Es ist aber nicht als festes Dogma zu sehen, sondern tatsächlich Presets als Startpunkt für gewisse Sounds zu nutzen oder als Inspirationsquelle, wo man dann noch seinen eigenen Schmatz drauf gibt, finde ich ganz interessant. Aber ich musste immer an den, ich habe das Thema tatsächlich heute auf Arbeit gehabt. Da ging es um den Korg M1 zum Beispiel. Eine absolute Preset-Schleuder, aber wenn ich zum Beispiel ältere Skinny-Puppy-Sachen höre, dann springt mich dieser Sound an oder alte Dirk Evans-Sachen. Obwohl die beide ja damit nicht gearbeitet haben. Aber vielleicht. Doch.
Vielleicht ist das ja, nö, also eher nicht. M1 so. Definitiv, Skinny Puppy, könnte ich dir sogar raussuchen. Die alten Sachen. Welcher Song, also welches Preset? In Richtung N-Sonic, sehr viel N-Sonic und Sampler halt und sowas. Ja gut, müssen wir gar nicht, ich muss da nicht recht haben, vielleicht stimmt das auch. Die haben ja auch, glaube ich, kein Problem mit Geräten gehabt. Die waren ja auch in Studios. Vielleicht stand da auch das ein oder andere rum. Man hört auch die DX7-Glöckchen in Far Too Frail zum Beispiel. Diese Glocke mit diesem fadenden String. Ist ja eigentlich ein geiler Sound, aber es ist halt auch ein... von so einer Band wie denen würde es man vielleicht nicht erwarten, aber... es funktioniert und passt auch rein. Aber das hat halt auch gezeigt, auch die nutzen Presets, egal wie. Ne? Also hier, das ist die typische Frage der 2000er Jahre. Welchen Synthesizer für Trance? Keyboards Forum, nicht Sequencer Forum, eher Keyboards Forum, also so diese Zeit bis, also die 90er bis so Anfang der 2000er, das war die meistgestellte Frage, oder für irgendein anderes Genre, aber Trance war damals halt diese 90er-Trance, ne? Das war halt auch ein neuer Sound, kann ich jetzt drüber reden, ob man das gut findet. Das war ein Grund für mich, eine Weile aus der ganzen EBM-Szene auszusteigen. Ich hatte da irgendwie keinen Bock mehr drauf, hatte was an völlig andere Sachen gehört und gemacht. Muss auf jeden Fall immer sein, frei sein. Aber dieses Genre, es gab auch Techno-Synthesizer und sei dein eigener DJ, kauf dir einen. Und dann waren die Firmen so aufgesprungen auf Synthesizer, die eigentlich Workstations waren oder so, die sich überhaupt nicht dafür eigneten. Ravers Babe oder sowas dann hießen und das passte irgendwie alles überhaupt gar nicht zusammen. Das findet er sich Genres, naja, aber vielleicht eine 303. Ja, gut, aber auch, ja, gut. Aber obwohl die nicht gebucht ist, du kannst auch ganz langsame, nicht resonante Sachen machen, die einfach Pop sind oder so. Naja. Ab gut, guck dir die ganzen MCs damals an. Das waren ja auch solche Sachen. QS. Ist schon richtig. Ja, das ist richtig. Ja, er sagt schon schrecklich, aber für viele war das ein Einstieg und so. Dieses quasi MIDI-Ding, der Quasar, der war ja so ein Offset-Ding. Also eigentlich ein Preset, das man so ein bisschen verstellen kann. So, ne? Aber also das kann natürlich dazu führen, eine bestimmte Arbeitsweise zu haben und macht es manchen ja auch viel leichter vielleicht. Aber das ist nicht meine Idee. Ich wollte erstmal alles verstanden haben. Und nachdem das war... Der letzte Synthesizer, der mir dazu direkt einfällt, der solche Genrenamen direkt drauf gedruckt hatte, auf dem Gehäuse, müsste eigentlich die Mini-Nova gewesen sein, meines Erachtens. Nur ja, Mini-Nova ist kein Stil, oder? Die hatte aber direkt das Wahlrad für die Preset-Sounds nach Genres geordnet. Na, das, das findest du auch auf dem Microcork, auf ein paar anderen, das ist ja nur die Kategorie. Ja, aber den gibt es ja wesentlich länger. Reinspeichern. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig ein großer Unterschied zur Mini-Nova, technisch gesehen. Aber ja, genau, die sind im Prinzip eigentlich so das letzte Überbleibsel davon, meiner Meinung nach. Na, also ich finde, also das war am Anfang, als der Microcork kam, da waren ja, da steht dann Bässe und da stand, glaube ich, auch Genres. Obwohl ich dauernd benutze, ich muss mal da hinten gucken. Da, da gibt es dieses große Rad. Ne? Und da steht dann halt drauf so House, Trance und so. Das ist aber eigentlich nur ein Anhaltspunkt. Du kannst ja da jeden Sound reinspeichern, den du willst. Ja, das sowieso. Aber das ist natürlich so eine kleine Hilfe. Was ich allerdings sinnvoll finde, was auch heute nahezu jede Firma macht, so ein Category-Ding, dass du Bass oder so auswählst, dass du eben schnell Bässe findest. Übrigens, benutze ich das? Nein. Ich benutze es tatsächlich bei gar keinem Synthi. Ich finde die Idee gut und Native Instruments hat das sogar noch ein bisschen verfeinert, war so eine der ersten, die so Tags gemacht haben, so Dark, Pad und weiß ich nicht, noch ein drittes Attribut und dann hattest du halt
eben darke Pads, die, weiß ich nicht, nach Lulu stinken oder nicht stinken oder so, was auch immer, was man da braucht. Und das ist eigentlich eine gute Idee, nur ich benutze es irgendwie nicht, weil mein Denken lässt mir nur gerade zu, wenn ich den baue, das dann zu speichern. Vielleicht gerade noch ein, kann man noch aussuchen, Bass, aber ich mache es nicht. Also ich muss mir sowieso, weil die Nummern bei mir durcheinander sind. Ich habe sehr viele Synthesizer, die Nummern haben und keine Namen. Also muss ich mir Nummern sowieso irgendwie merken. Die Schlauen schreiben, würden wahrscheinlich die Patches einfach hintereinander speichern. Erster Song, erster Sound und so. Mache ich aber nicht, weil ich ja die Songs auch nie gleich und in der gleichen Reihenfolge mache. Ich schreibe mir also, das ist ein Geheimnis, was ich gerne auch verrate oder also ist nicht so schlimm. Ich habe ja immer das iPad dabei und da gibt es halt ein Notizbuch. Und da schreibe ich mir einfach die Soundnummern hin und was das für ein Sound ist. Also für den Song so und so, Bass 66 und 63. Und dann schreibe ich mir noch einen Namen dahinter, wie das so klingt. Genau, das ist aber im Prinzip, das ist ja wirklich eigentlich eine Kopie von Michael Korg. Ne? Das ist genau das gleiche Konzept, das so zu machen. Fand ich damals auch so ein bisschen. Hey, Innovation, habt ihr das nötig? Weil der hatte innovative, tolle Ideen und Das die. Ding hat eigentlich ziemlich, also gerade die ganze, okay, die ganze Nova Engine sowieso ein super einfach zu programmierender Synthesizer, egal ob nun über Onboard oder halt direkt. Es gab ja noch das Plugin, genau, dazu. Ja, stimmt, es gab noch ein Plugin. Aber eigentlich fand ich viel besser diese Animate-Abteilung und sowas und diese Animates sind im Performance. Prinzip da unten dieser. Diese, ja, genau. Da könntest du zum Beispiel sagen, nimm diesen LFO und mach doppelt so viel Geschwindigkeit, wenn ich auf den drücke und dann machst du vierfach so viel Geschwindigkeit, wenn ich auf den zweiten drücke und die Hüllkurve verlangsamen auf dem dritten, so dass du so eine Performance machen kannst. Für Dubstep natürlich genau das Richtige oder so Drum and Bass oder sowas. Konntest auch die Taste auch mehrfach belegen, also was weiß ich, ein LFO und dazu dann noch ein Delay gleichzeitig einschalten und so weiter und so Genau. fort. Das war schon vom Routing her sehr, sehr interessant. Hat nur einen Nachteil, du musst es vorher alles einstellen. Und das ist natürlich, dauert eine Weile, machst du nicht live, weil dafür musst du da in diesen Menüs gehen. Ist ungefähr so wie bei Michael Kork ein bisschen, also ist ein bisschen hakelig, aber ich Was ich finde, die haben prinzipiell ganz cool das fand, übernommen war der eigentlich. Punkt mit dem Wahlschalter, der da an der Seite ist, der allerdings mittlerweile bei mir kaputt ist. Also Der da, der, ja. ja. Oh, kaputt, das ist aber doof, dann kannst du ja im Prinzip gar nichts mehr anwählen, oder nicht? Weil Naja, es hat so einen ganz, ganz fiesen Wackler. Also ich muss das Ding irgendwann mal überholen. ja, das ist natürlich nicht gut. Die Ziemlich Performance nervig und einschalten. seitdem steht er eigentlich nur noch in der Ecke rum, Das ist größtenteils. übrigens auch eine Sache, die ganz stark typabhängig zu sein scheint, ist, ob du solche Makros, nenne ich das, also du hast, sagen wir mal, fünf Knöpfe irgendwo, auf die legst du fünf Parameter und da passiert die Hölle. Sagen wir mal, aber du musst das alles bauen. Sehr gutes Beispiel als Synthesizer ist der Prophecy oder der Z1, die hatten das. Das hatte ich vorher alles gebaut, so ähnlich wie das mit den Samples, aber du kannst halt live daran nichts ändern, weil es einfach zu viel ist, aber du kannst sagenhaft viel damit machen. Also hier war das ja im Das Prinzip genauso. spricht nicht Du meine Sprache so. hast ja hier zum Beispiel, also du hast einmal die Animate-Geschichten, die dann natürlich auch auf Hold schalten kannst, dass es das hält. Wenn du das umgeflippt hast, hast du dann im Prinzip 1, 2, 3, den Arpeggiator dazu gehabt. Und oben hast du ja nochmal die komplette 2 Reihen mit Tweak. Parametern, die du Ah tatsächlich im ja, das Prinzip ist eine ähnlich wie freie. die Animate auch nochmal belegen kannst. Das heißt, du hast hier nochmal zwei komplette Reihen. Das sind dann 8 Slots, die du auch nochmal komplett belegen kannst und dann mit diesen Encodern hier nochmal
bearbeiten kannst. Da fand ich die Ultra Nova ein bisschen direkter, weil du hattest das Menü viel mehr da und hattest dann halt, du Ja, hast die war halt auch sechs wesentlich größer Bildschirme. und hat auch eine ganze Ecke mehr gekostet, hatte aber allerdings auch mehr DSP, meines Erachtens nach. Also Naja, der hatte dann stimmenmäßig Bedienung ging. war so ein bisschen cooler und es war auch das war so ein halber Remote SL Controller so gleichzeitig. Ne? Also diese Funktionalität hast du, ja, konnte man im Prinzip auch benutzen, war aber eigentlich nicht mehr so gedacht hier bei der Mini Nova. Obwohl ich habe kein Problem mit der Mini Nova, ist ein netter Synthi. Aber ich finde, es ist, also man merkt schon, das ist der Micro-Korg, den nehme ich mir und dann mache ich da noch was drauf, was mir auch gefällt mit unserer Engine. Aber Novation hatten ja eigentlich eine völlig andere Engine, die auch total anders klingt, mit sechs Hüllkurven, mit sehr viel Modulationsquellen, die eigentlich mehr kann als der Micro-Korg. Also für fette Bässe ist das Ding nicht unbedingt was. Ja, ich fand ihn auch etwas soft, deswegen, also ich bin immer noch bei dem, auch wenn er eher nicht so viel, also er hat ja nur, das ist so ein typischer Standard-Synthesizer, ne? Also, aber alle Sachen stimmen, deswegen habe ich den sozusagen im Nachhinein nicht mehr aufgeben wollen, weil Hüllkurven sind schnell, LFOs sind schnell und auch langsam, die Skalierung ist gut und dieser Sound setzt sich wirklich, egal wo du bist, bei einem Jam, im Club oder so, funktioniert. Und das habe ich nicht bei jedem Synthi, sogar auch bei welchen, die viel besser zu bedienen sind. Klaviyo G2 ist ein super toller Synthi, aber der kann auch mal ganz schön absaufen gegenüber anderen Sachen, wenn du dich, weil du kannst auf der Bühne kannst du die Patches eigentlich nicht mehr ändern, dafür ist es einfach zu viel, ne? Aber du kannst da die Parameter anders einstellen und so, aber du bist da ein bisschen, auch Nordlead, ich mag die super gern. Den Zweier finde ich enorm, ne, mit dem Drum-Mode und so. Eigentlich ein ganz einfaches Ding, aber ist ein sehr, sehr live-taugliches, spontanes Ding, was ich, solche Synthesizer mag ich sehr gerne. Ultranova drückt im Bassbereich wie Sau. Das stimmt natürlich auch. Und die Ultranova hat auch definitiv einen, wie soll ich sagen, einen dichteren Klang irgendwo. Auch aus der Mininova kriegst du einen absolut abgefahrenen Bass raus. Das ist nicht das Thema, aber für meine Art von Sound ist es einfach eben nicht dieser organische Sound, den ich da dafür brauche, für geile Digital-Sounds ist das Ding total geil. Oder schöne Flächen zum Beispiel. Kriegst du damit auch wunderbar raus. Aber gibt es Naja, ja genug Synthesizer, die eben für gewisse Sachen sich so ein bisschen prädestiniert haben. es gibt schon, also ich finde die Vorgängerserie, dazu gehört auch dieser Xeo-Synth und diese K-Serie und Ja, der Case. die hatten einen Sound, den ich echt gut fand. Die waren komischerweise, also wenn du da einen FM-Sound gemacht hast, war der voll mit Aliasing, aber dieser Sound als solches, ich fand den irgendwie sehr, sehr Ja interessant. gut, das Also hast du ja voll viel mit, um die ne? 90er, ach Quatsch, um die Ja, 2000er 90er. rum extrem viel gehört. Also waren sehr dieser Gerade Sound. so im IDM-Bereich und im Noise-Bereich und so Ja, weiter hast du IDM, das sehr, sehr, sehr passt viel gut. gehört. Definitiv. Ja, da passt es, also so kreative, so nebelige Sounds und so. Ich fand die ziemlich überzeugend und da fand ich sogar, dass die Presets relativ gut gelungen sind. Ich hatte übrigens die immer nur zum Test, ich hatte die nicht in Besitz, aber ich habe die schätzen gelernt. Also ausgerechnet diesen kleinen 200 oder 300 Euro, zu der Zeit war das wahnsinnig wenig, da gab es gar nichts in dem Preisbereich, ist heute ja, dafür kriegst du ja heute ein Minimoog. Was? Erzähle nicht. Ich kann die durchaus empfehlen für Leute, die so diese Art von Texturen, so komplexe Texturen und so sowas konnte man mit denen ganz toll machen. Und zwar ziemlich schnell. Und hatten auch ganz pfiffige, so
Wellenformen, Mehrfachbenutzungsideen, wie das beim sonst nur bei den CS-Synthes bei Yamaha, den ganz früheren, ist, dass du mit der, also hast ein LFO und hast am Ziel eine andere Wellenform. Das heißt, du kannst zum Beispiel das Filter mit, sagen wir mal, Rechteck modulieren, während der VCO vielleicht mit einem Dreieck moduliert wird, sodass du das so ein bisschen, das ist rhythmisch gleich, aber eben mit einer anderen, Wave Shape. Das finde ich cool, also eine Art von Variationsmöglichkeiten zu haben. Vielleicht ist das sogar also, tatsächlich ein interessantes Thema, wie man mit solchen Mitteln, sag ich mal, Dinge erreichen kann, auch wenn das Konzept eigentlich simpel ist oder einfach ist. Und ich glaube aber, was ich wirklich glaube, ist, dass die, für die einen sind es Artefakte, für die anderen ist es musikalisch total spannend. Und für die Dritten sind die Artefakte genau das, warum du es nicht kaufst. Ich habe definitiv da bestimmte Geräte. Das ist eben der Punkt, ne? Kann man sich drüber streiten. Vortrefflich. Ja, also. Aber gut, es gibt auch genug Leute, die sagen. Oder dieser Ion von Alesis, die haben so eine Art von Aliasing, ja, muss man mögen oder wie auch immer. Und es gibt unfassbar gute Sachen, die mit diesen Synthes gemacht sind. Aber da sind wir halt wieder bei dem Punkt, die waren dann alle irgendwann so weit, wo alle keinen Bock mehr auf digitale Synthesizer hatten und Korg und Co. kamen dann um die Ecke mit ihren kleinen analogen Quietschkisten und es ging eine völlig neue, alte Zeit los, was wir ja im Prinzip letztes Mal schon besprochen hatten. Und so dreht sich gerade wieder der Kreis, denn im Moment gibt es auch wieder ganz viele digitale Synthesizer zusätzlich zu den analogen. Wavetables sind das neue Analog, ne? Das ist das eine. Und das andere ist, guck mal, wie wahnsinnig, also ich habe in, vielleicht ist es Filterblase, aber ich kenne eine ganze Menge Leute, die sagen, oh, endlich digital, zum Beispiel bei dem Hydra-Synth. Den hatten wir ja quasi komplett besprochen, weil der gerade neu war, als wir die Sendung gemacht haben. Und er ja auch einen Ansatz hat, der zulässt, dass du deine Wavetables recht einfach selbst baust. Das ist ja überhaupt nicht falsch und über einen anderen Ansatz, als die anderen das haben. Die haben entweder gar nichts oder der Editor ist halt komplizierter, dauert eine Weile. Nur so kann man machen. Im Moment, wie siehst du das? Sind wichtig, ja, was? Neue Synthesearten, glaubst du, dass da nochmal irgendwie vielleicht dieses Jahr, also jetzt 2020, sich nochmal was tut? Also die 20er Jahre waren ja kreativ, wer weiß. Ich weiß es natürlich nicht, aber was ich weiß ist, es wird bestimmt Syntheseformen, die noch nicht so allgemein bekannt sind, die es aber schon seit den 50ern oder 60ern gibt, vielleicht irgendwie Renaissance feiern, weil sie entweder jetzt machbar sind, weil man mit so einem simplen A4-Prozessor oder so, was man heute so in Synthesizer einbaut, quasi machbar ist überhaupt. Ne? So siehe auch Granularsynthese in Echtzeit beim V-Synth klingt ja auch noch völlig anders als jetzt beim Quantum. Oder beim GR1. Deswegen würde ich schon sagen, spielt das auch eine Rolle, wie was in der Zeit als Technik billig und einfach verfügbar ist. Weil Synthesizer, machen wir uns nichts vor, sind keine High-End-Rechner meistens, sondern das ist so quasi Massen. Als Microcontroller und so weiter und so fort. Das genau. ist jetzt nicht komplett trivial, so darf man es nicht sagen, aber es ist halt jetzt kein i9 Prozessor da drin, ist Quatsch. Ja. Also. Wobei, also wenn ich das sehe, das ist schneller, höher, weiter. Natürlich, Das geht das immer. Ja, also du kannst dir das ja, ich habe mir dann auf dem G2 sowas natürlich mal gebaut. Wie klingt so ein, was kann ich mit 12 Operatoren machen? Was kann ich machen, wenn ich da zum Beispiel... Wie viel Sinn macht das noch? Ich habe zum Beispiel sehr oft ganz gut gefunden, das Prinzip Vektorsynthese in Verbindung mit FM, also du baust dir sozusagen Spektren, die du sehr schnell ändern kannst mit nur 2, 3 Knöpfen und eben so an 4 Ecken quasi verschiedene
Das andere sind komplett andere Syntheseformen, zum Beispiel Physical Modeling. Du kannst ja im G2 kannst du sowas bauen, weil du hast halt ein Delay und sowas und triggerst das an. Das heißt, du kannst dann so überblenden zwischen sehr unterschiedlichen Charakteren. Das habe ich als eine ganz interessante Methode gefunden, Dinge zu machen. Und jetzt in letzter Zeit, also live werde ich das auf jeden Fall mitbringen mit diesem Mirac. Zur Erinnerung, das ist quasi dieser Software-Synthesizer Eurorack, den alle kennen. Ne? Und jetzt ja, VN, nee, Scheiße, ich habe gerade einen Hänger hier in mir selber. Wie heißt denn das? Weiß jeder. Ich komme jetzt Sag auch ich gerade nicht ständig. drauf. Ich war gerade abgelenkt. Hier, ich kann sagen. Mirac ist nur die Barriere. Hier sieht man schon, dass es der ist. Ja, den meine ich. Und dass man halt hier solche Sachen macht. Mit diesem wundervollen Mutable-Oszillator. Ne? Das ist jetzt im Moment eigentlich nur, spielen da zwei LFOs eine Rolle. Ne? Und dann kann ich hier die so ein bisschen. Sowas macht auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, ja, ich habe schon gedacht, ich hoffe, das geht auch wieder aus, wenn ich einfach nur den Schalter da drücke. VCV-Rack, Dankeschön. Ich bin so doof. Wieso weiß ich das denn plötzlich Es ist von immer jetzt? so, dass es, wenn man es gerade braucht, ist es weg. Ja, ne, ist so. Naja, aber. Das liegt daran, dass wir die ganze Zeit so im grellen Licht sitzen. Ja, also dieses. Wie die Mutter. Dieses. Mutable Ding ist, hat irgendwie sowas sehr spontan, ist im Prinzip eigentlich mein persönlicher Microfreak, nur weil den ich so ein bisschen selber zusammenbauen kann. Ich finde den Microfreak eigentlich vom Grundkonzept gar nicht so weit weg von dem Patch, das ich da gemacht habe, weil du halt sehr schnell sehr unterschiedliche Synthesen sofort in Zugriff hast. Und die auch spielen kannst. In dem Fall ist es ein Selbstspieler, weil es für einen bestimmten Zweck ist. Adaptive Synthese, ich glaube auch, dass viele Sachen jetzt definitiv nochmal angegangen werden, die damals einfach nur angekratzt wurden von den Möglichkeiten her. Also ich Ne? finde, additive Synthese gehört auf ein iPad, weil du die schön malen kannst und so. Ich finde, da gibt es bereits gute. Also die muss man nicht so sehr neu erfinden. Dann noch Razer von Native Instruments und sowas wie der DS8 für Ja additive gut, was es Synthese. alles an Plugins gibt, das ist so die eine Sache. Ne? Da gibt es ja Übrigens nicht alles. adaptiv, sondern additiv. Ne? Also, aber additiv ist, das unter Kontrolle zu halten, ist echt schwierig, weil du halt 500 Hüllkurven einstellen musst. Das finde ich zwar hier beim Cube gut gelöst, aber das neu zu erfinden bedeutet eigentlich Makroknöpfe zu erfinden oder so. Nee, und so Fürs viel Ziel Übung ist im das nicht mehr. PC-CPU. Nicht Ja, gut. heutige, nee, nicht mehr so ein großes Thema. Klar, diese 4000 Additive, also 4000 Frequenzen sind viel, aber nicht mehr für, selbst für so ein scheiß Handy kann das. Ernsthaft, das ist der Na, was Cube, der denn? gibt es schon seit Uns dem zwei stört ersten das doch iPad. ähnlich. Wir haben doch eh 65.000 gerade für einen Mac Pro investiert. Jeder. Ja, Aus dem Taschengeld. die neue Käsereibe, ja, stimmt, die ist ja tatsächlich erst gerade da. Ja, als ich meinen den minimalsten zusammengeklickt habe, war ich auf 7.000 Euro gekommen. Also gerade so mit einer SSD, die Pro verdient und dem 8-Kern und so, ist dann natürlich auch schon eine coole Maschine. Aber ich kaufe keinen. Ich glaube, als Musiker, also als reiner Musiker, braucht man den Das eigentlich ist, nicht. Ist wenn schön, du dass es das den. schon sagst, als Berufskreativer, auch mit deinem Synmac, ne? Also. Ja, also ich als Musiker, das ist mehr vielleicht die Sache, ich habe eigentlich ja auch hier
mein Zeug, also ich mache viel mit Hardware und was da ist, mache ich so. Ich bin gar nicht so der In-the-Box-Typ, obwohl ich es total sympathisch finde, mache ich es aber nicht, weil die Art der, also es gibt wahnsinnig gute Synthesizer in Software, wirklich gute, aber im Moment bin ich eigentlich ziemlich hardwareig, wie ich, wenn ich einfach einen Song mache, ist das doch sehr, sehr hardwareig im Moment. Kann sich auch von heute auf morgen wieder ändern. Vielleicht, wenn man anderen. Also ich fand zum Beispiel diesen Alto von Madrona Labs sehr, sehr cool und inspirierend. Obwohl, und das ist halt dann wieder wohl, ist wirklich nur das Konzept. Ein einfachstes Konzept. Ja, genau. Godzilla ist auch geiler als Telefon. Naja, und stärker auch. Naja, Axel Reh Synthesizer, der ist so mit Axel wie Pixel geschrieben, also eben nicht wie, da ist noch ein C drin. Akustisches Pixel, so dafür stand das, deswegen Axel, nicht wie Axel, der Frischmilch-Axel. Der ist, also die meisten dieser digitalen Monster-Synthesizer der 80er gibt es heute in viel besser. Und die Artefakte und das Dünne dieser Synthesizer damals, ich glaube, das will man so gar nicht mehr. Aber es gab ganz tolle kreative Ideen auf so einer Basis. Aber ich muss sagen, dass ich, also ich glaube, bei vielen Sachen wäre man heute enttäuscht. Da ist auch viel Mythos dabei. So tragen sich so GDS oder ähnliche Synthese oder Conbrio, den kein Mensch besitzt. Wovon es vielleicht fünf gibt und einer davon steht wahrscheinlich bei Peter Gabriel und der Rest, weiß ich nicht, in irgendeinem Museum oder bei irgendwelchen Nerds, was man selber einfach nie sehen kann oder muss man Amerikaner oder so für sein. Ich glaube, das ist was anderes. Na, Physical Modeling könnte noch interessant sein und so, aber wir sind mega abgeschwoffen und zwar Das ist doch nicht richtig. schlimm, mein Gott. Das sind wir hier nicht, wir sind ja eben keine Werbeveranstaltungen hier. Das ist ja das Lustige. Deswegen können wir solche Sachen ja auch machen. Wir haben Ja. übrigens, wie ihr gemerkt habt, ein bisschen sozusagen das Konzept geändert. Ich glaube, wir überlassen dieses News runterrattern den Blogs und anderen, weil irgendwie glaube ich, dass Ja es gut, auch wenn mal euch was Interessantes dabei ist, aber ich muss mich jetzt nicht ja. eine halbe Stunde drüber unterhalten, ob B oder K gerade ein neues Case vorgestellt hat zum Beispiel. Ja, lustig ist da und Immer trotzdem schon drüber geredet. Naja, es gibt ja auch manchmal so Sachen, also ich sag mal, manche bringen, hauen sowas raus, solche Dinge, ne? So Sachen mit schwarzer Tastatur. Waldorf hat das auch gemacht. Wo ich sagen würde, das ist ja schön, aber es ist eigentlich nur eine Variation für ein bisschen mehr Geld. wobei Mir ich fällt gerade sagen muss, mir noch ein. fällt nicht ein, wann Roland das letzte Mal ge gemacht hat. Haben die endlich auch mal mitgekriegt, dass doch stimmt, natürlich. Den M8 haben sie auch gemacht, oder? Also schwarz meinst du jetzt? Also schwarz hat Nee, Roland nein, aber den haben sie als Weißen rausgegeben. es gibt eine ganze Menge so optisch verändert, aber Roland hat das weniger gemacht als die anderen. Eher Also, Arturia ist da ganz dicke dabei, wahnsinnig limitierte Sonderedition in Schwarz und oder in lila, schwarzer. blassblau und Pastellfarben. Die ist dann lustigerweise irgendwie ein halbes Jahr später dann doch wieder nochmal als limitierte Variante nochmal gibt. Aha, gut. Das hatten wir schon. Musst du, spul einfach zurück. Die Babypuller hatten wir schon. Ich meine, Mikrokork. Microkork gab es doch jetzt mittlerweile auch schon in sämtlichen Farben, die irgendwie nur gehen, oder? Ja, ich fand übrigens diesen rot-schwarzen ja eigentlich ganz schön. Und hier hinter mir steht ja der weiße, den habe ich übrigens eigentlich, weil der doppelt so viel Soundspeicher hat. Und wie gesagt, auch nur Zahlen. Naja, hier Hartmann als Designer, da kann ich zum Beispiel verstehen, dass man da sowas macht. Gibt es nur Ja gut, 20. aber der hat aber auch einen völlig anderen
Und das ist dann halt so die Edelschmieden-Geschichte oder von dem Schmidt oder solchen Also Geräten. einen Schmidt würde ich mir auch in Schwarz und Weiß hinstellen. Das ist mir völlig egal. Hauptsache, ich habe einen. Naja, also Quantum, ne, der Quantum, den gab es jetzt auch in Schwarz und der wurde, das sind 30 Stück und die wurden dann halt eigentlich so in gut einer Jetzt redet Woche. man ja doch über Farben. Naja, jetzt sind wir da, aber das ist eigentlich so, die Firmen, so Fata oder so bietet das an und dann machen die das und dann haben sie so ein bisschen Sondermodell mit Skywalker Edition und Darth Vader Modular und Diesen sowas. schwarzen Quantum würde ich auch nehmen. Wer mir einen schenken möchte, bitte, gerne. Bin ich sofort dabei. Ja, hier sowas, ne? Also bei Teenage finde ich das ziemlich krass, so mit diesen Farben und mit, also weil Die das. bringen keine Sondermodelle in Farben raus. Die bringen, wenn dann, also wie zum Beispiel bei den Pocket Operatoren, haben die das ja tatsächlich, ist das ein Ja, das ist eigenständiges Modell der Rick und davon. Morty, der Rick und Morty war ja eigentlich auch noch mal wieder so ein Sampler-Ding. Also ich fand, der war schon so ein bisschen wie was es schon gab. Das ist jetzt Der hat den erstmal aber, immer total was anderes. Zum Beispiel nur Synthese oder nur Sequencer oder Effekte oder bei dem sonst. Rick und Morty-Teil war das aber lustig, weil der im Prinzip diese Geschichte von dem einem Drum-Sampler drin hatte. Ach, wie hieß der nochmal? Microtonic? Ja, genau. Hat der auch mit drin? Ja, da gab es aber auch Und schon. wenn du deine eigenen Sounds aufnimmst, macht er das in dieser Pitch-Variante von den anderen Samples Ja, die irgendwie. sind schon noch ein bisschen auseinander, aber ich finde, so die Grundidee wird immer näher. Also Natürlich. deswegen, ich habe gar nichts dagegen, aber ich muss sagen, die sind mir dann doch ein bisschen zu rudimentär, obwohl das Spaß macht und das, was da rauskommt, gar nicht so übel ist. Können wir auch gut vorstellen, den Ich habe OPZ drei oder Stück von den Teilen. der ist halt schon, das ist halt du kannst einen kompletten Song damit machen. Und das ist von prinzipiell schon cool. Ist also sowas wie ein Notizbuch für unterwegs. Aber wenn ich unterwegs bin, dann habe ich vor mir ein Lenkrad, also mache ich keine Musik unterwegs. Und im Zug sitze ich ja nicht, weil ich will ja nicht verspätet und gar nicht ankommen oder so. Obwohl ich das schön Ich finde. werde dich melden. Was willst du? Melden? Mich Ja. melken? Nicht Okay. melken. Melden? Bei Nicht wem? melken. Bei wem kann man Naja. mich melden? Weshalb? Ich melde dich bei der Zukunft. Ja, ich kann. Obwohl, nee, darüber reden wir besser nicht. Also, weil da. Da Gut, kommt dann sonst machst du solche Themen auf. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Motors und so, Völlig dann Bums. anfangen mit solargetriebenen Autos und sowas anzufangen. Tolle Firma und tolle Idee und neue Konzepte, wie man durch die Gegend fahren kann, ohne ein eigenes Auto. Aber Solche weißt du, Sachen. was wir noch nicht gesehen haben? Einen grünen Synthesizer. Doch, den schönen Koblo zum Beispiel, das ist eine tolle Software. Und die Mean Green Machine, den Microwave 1 mit Raketenfüßen, der war grün. Wenn Das du meinte ich unten eigentlich, bist, ist er nicht. ein Öko-Synthesizer. Ach so, ein Öko-Synthesizer, ja, der auch so, obwohl, wenn ich richtig weiß, die Monom-Leute achten ziemlich darauf, dass es in ihrer Gegend hergestellt wird und ökologisch einigermaßen vernünftig. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt tatsächlich nicht allzu viele, die darauf achten. In Herstellung Also natürlich. im DIY-Bereich kenne ich das schon ein bisschen anders. Da habe ich auch ein bisschen mehr Einblick. Und bei uns auf Arbeit wird ja auch ein bisschen da drauf geguckt. Allerdings, das ist so ein Thema. Vielleicht kommt da was zur NAM jetzt, der Öko-Synthesizer von Moog wären doch da die richtigen dafür, oder? Naja, sagen wir mal, du musst ja einfach nur, also es würde schon helfen, einfach wenn du da einfach ein Solarpanel nimmst, um den zu betreiben.
Das kann jeder. 300 €, dann hast du genug Strom. Jedenfalls am Tag. Mache ich ja hier. Da hängen welche. Ist nichts Besonderes. Kostet nicht viel. Kann jeder machen, der es möchte. Allerdings meinst du wahrscheinlich jetzt die Herstellung und nicht den reinen Betrieb. Natürlich. Und das ist natürlich dann schon Wobei was beides natürlich lustig wäre. anderes. Zum Beispiel so bei so einem Pocket Operator könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Da oben noch wie tatsächlich wie bei den klassischen Synthesizer-Taschenrechnern so eine kleine Solarzelle oben dran und gib ihm. Ja, früher haben wir diese Solarrechner zuhalten und wieder auf, um dann kleine Solar-Errors zu produzieren, weil die haben dann irgendwas angezeigt. Und so kann man ja auch mit einer 303 Patterns bauen, indem man kleiner Solar-Error, also Batterien raus, wieder rein, neues Pattern. Das ist allerdings wenigstens ehrlich, ne, weil da dieser scheiß Mensch nicht mehr so viel kaputt machen kann an der Musik. Deswegen kann der Fortschritt und die Zukunft sein. Ja, Das die stehen vor Sorgen. Synthesizer-Fahrrad gibt's schon. Guck mal bei Look Mom, No Computer. Da Ja, es findest du gibt auch noch sowas. eins von einem Bekannten von mir, das Techno-Bike. Das konnte man auf der Superbooth sehen. Ach, den kanntest du, ja? Das hat ganz schön Deswegen, Bums gemacht, meine Fresse. das ist also eigentlich so eine Art Mini-Love Parade-Gerät. Es ist eine PA vor allen Dingen, ne? Also es ist ein Fahrrad mit PA. Er ist auch mit diesem Teil dorthin gefahren. Das ist, wer es mal gesehen hat, merkt, sieht auch, dass das schon eine Herausforderung ist aus einem anderen Kiez mit so einem ordentlich ausladenden Teil, weil die PA Wenn du kriegen die einmal quer Sache. durch Berlin willst mit dem Ding, da hast du auf alle Fälle ganz schön zu tun. Ja, naja, vielleicht gibt es auch noch irgendwelche solche Gedanken. Es gibt ja immerhin Bands, also bekannt geworden ist ja diese Coldplay-Geschichte, dass die irgendwie ökologisch sinnvoll auftreten wollen und deswegen würden sie nicht mehr auftreten jetzt. Aber da muss ich sagen, da würde ich eher sagen, machen wir alle ein bisschen optimaleren Verkehr und Da ist mehr geholfen. optimieren das und dafür können dann auch die Depeche Mode mal noch mal einmal fliegen oder von mir aus auch Coldplay, bin jetzt nicht der dickste Fan oder so, aber also das fände ich schon schade, wenn es deshalb, also das als Begründung fände ich schade, aber die Idee, ich glaube, darum geht's. Sie wollten einfach mal zeigen, können wir das, was könnte man da machen? Macht es doch so, wie wir in unseren darken Läden. Wir hatten gar keine Lichtanlage. Wir konnten es nämlich einfach gar nicht leisten. Die meisten Läden war ja nur alles dunkel im Rotes Club. Licht, schwarzes Licht, ein bisschen Strobo, das Ja, war's. genau. Sind Und immer ja, noch die schönsten Partys meistens. nur dann Als in warum? so einer quietschbunten Disco. Ich schalte auch gerne einfach mal das Licht aus, mach nur vielleicht für die Ängstlichen da hinten ein rotes und dann noch ein rotes. Als so Wegweiser oder so ganz klein, so nur die Wand hoch, so kleine Strahlerchen. Ich finde es eigentlich total attraktiv, in völliger Dunkelheit die Musik vorzuführen, weil dann hört man auf die Musik. Also sowas habe ich auch schon gemacht und es macht Spaß. Ich bin übrigens auch nicht der Erste. Ich glaube, Oteka haben das auch mal gemacht, war ich auch dabei. Das war großartig. 800 Leute in einem Raum, die Bock auf elektronische Musik haben und im kompletten Dunkel stehen und jetzt warten, was passiert. Du siehst die auch nicht. Und die waren übrigens nie attraktiv, also mit ihrer Show. Es ging nie um die Leute angucken. Von daher finde ich das nur konsequent. Vielleicht inspiriert das den einen oder anderen, weil das ist auch ein sehr schöner Gegenpol gegen Visuals. Ich habe sogar einen Beamer und ich habe mir immer Gedanken darum gemacht. Ich fand es aber dann doch immer besser, das alles komplett wegzulassen, ganz bewusst nur die Musik wirken zu lassen. Naja, okay, jetzt geht mir sowas und sowas. Ja, das sind ja auch wieder, hey, nennt doch mal aktuelle Bands. Kommen vielleicht auch mal. Mich Naja, würde genau. übrigens mal interessieren, wie denn der Altersdurchschnitt hier von euch so Pi mal Daumen ist. Das stimmt, würde mich auch interessieren.
Vielleicht habt ihr da sowas, weil wir sind dem Ende nah, würde ich sagen. Wir haben zwar haut das mal in die Kommentare. Das würde mich tatsächlich mal so ein bisschen interessieren, ob wir hier erstens eine reine Männerveranstaltung sind und zweitens, was ich weiß, dass wir es definitiv nicht sind, weil ab und zu doch mal die eine oder andere Dame zuschaut. Freue ich mich immer sehr drüber. Und genau, du blendest es gerade ein. Was, ne? Wenn man es erwähnen muss, dann ist es eigentlich auch nicht gleich, würde ich mal sagen. Ihr müsst es nicht posten, also wir werden euch nicht zwingen, dass wir euer Alter hier posten. Meine Vermutung, so, es ist so eine Ü40-Party. ich gucke drauf, ich sag mal 48, 34, 54, 43, 43, 42. Ich bin 13. 13, glaube ich, stimmt nicht. Ich kenne dich, du bist auch nicht 13. 46, das ist gelogen. 46, also ziemliche 40 Jahre Veranstaltung. Das heißt, wo sind wir nicht cool genug oder müssen wir mehr einblenden und lustiger sein, so wie Rezo oder die CDU zerstören, damit nur Jüngere kommen und wir ganz, weiß ich nicht, mehr Tangerine Dream, keine Ahnung. Mehr Stockhausen für die jüngere Fraktion. Ja, mal gucken. Ja, das ist so, wir können eine Quersumme zwischen uns bilden. Mal gucken. Ja. Auf alle Fälle, wenn ihr Bock habt, wir machen gleich im Stammtisch weiter und zwar auf Jitsi, entweder im Chrome-Browser oder mit der App. Egal ob iOS oder Android. Ja. Schnappt euch ein Headset und eine Webcam oder nur ein Headset und quatscht fröhlich mit, hört zu oder geht einfach ins Bett. Weil wir sind jetzt so langsam fertig, wir haben schon wieder über anderthalb Stunden gequatscht und wir bedanken uns für die tolle Sendung, oder? Ja, das machen wir. Ciao. Bye bye, bis nächste Woche. Ciao.